ersten Ergebnisse haben wir schon. Wir haben mit einer großen Bürgerbeteiligung über 1000 Maßnahmen, die von den oder über 1000 Bürgerinnen und Bürger, die abgestimmt haben und Vorschläge gemacht haben. Über 160 Maßnahmen sind jetzt definiert in den unterschiedlichsten Bereichen. Also wir haben jetzt identifiziert 128 Kilometer Radwege neu bauen. Es sind aber natürlich auch andere Maßnahmen dabei, wie bestehende Wege verbreitern mit 2 Kilometern, Oberfläche asphaltieren, Oberfläche ausbessern, zum Beispiel mit 7 Kilometer, auch einmal Straßenraum neu ordnen, also Ummarkierungen, Radverkehrsanlagen markieren. Wir haben jetzt ein gemeinsames Konzept, wo die Gemeinden mit dabei sind, wo der Freistaat Bayern auch mit dabei ist, wo die Nachbarkommunen dabei sind. Und jetzt hat man wirklich so den Gesamtraum angeschaut, die Verkehrsbeziehungen, wo will man nicht nur im touristischen Radeln hin, sondern auch im Nahverkehr, im Berufsverkehr, was macht hier einen Sinn. Und man hat sich auch von der kompletten Autostraßenführung auch ein bisschen entfernt und hat gesagt, wenn es einmal eine Querverbindung gibt, die schneller ist, dann schaut man sich auch die an.